Also, Super Mario World, der nächste Hack, den wir spielen werden. Diesmal endlich auf neuer Konsole und der Hack ist sehr, sehr viel bunter als das, was wir normalerweise kennen. Und mal schauen, was passiert. Ist also auf der Schwierigkeitsskala definitiv nicht weit oben, aber wir werden sehen. Ich fand den Hack, die ersten 10 Level, die ich bisher gespielt habe, als sehr, sehr schön und sehr, 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 sehr spaßig. Weil der Hack hat die meisten Level basieren weniger jetzt auf irgendwelchen plumpen Kaizo-Tricks, die man so kennt. Also, ich glaube, Shelljumps zum Beispiel kommen recht wenig bis gar nicht vor. Gar nicht will ich jetzt nicht sagen, aber wenig auf jeden Fall. Aber dafür mehr, ja, weiß ich nicht, mehr Level, die Schwierigkeit haben, die Schwierigkeiten nehmen aus der Ausführung und aus verschiedenen kleineren Aktionen, anstatt aus den üblichen Kaizo-Tricks, sagen wir mal so. Mit sehr, sehr fantastischer Musik und, wie ich finde, auffällig gutem optischen Design. Also, der Hack setzt sich vom optischen und akustischen Design sehr, sehr ab von dem, was wir bisher so gespielt haben. Und dann deswegen lohnt er sich. Das ist auch mal was anderes. Als Shell Jump City. Das wir ja sowieso schon das ein oder andere Mal haben. Achtung. Ja. Nur noch den Sprung schaffen. Yes. Es riecht nach Kaizo-Block. Stimmt, das rote Brett. Nennen wir das jetzt immer so? Nennen wir das jetzt offiziell das rote Brett? Sowas ähnliches wie ein blauer Brief. Müssen wir jetzt vorsichtig sein. Attenzione. Achtung. Yes. Ich würde wetten, dass die Musik in Odyssey auch vorkommt. Shit. Kacke. Die Level in dem Hack sind, also zumindest von dem, was ich bisher so gesehen habe, sehr, sehr viele Level fühlen sich, keine Ahnung, mir gefallen, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur Geschmackssache, mir gefallen die Bewegungen, die man in diesem Hack machen muss, sehr, sehr gut. Also, mal sehen, wie weit wir kommen. Achtung, das schwarze Brett, das müssen wir auch noch machen. Dafür haben wir ja die Veranda. Unsere Veranda ist ja quasi unser schwarzes Brett. Es gibt ja Leute, die so ein Twitch-Feed haben. Nutzt das irgendwer? Gibt es irgendwen, der das nutzt? Man kann ja auf Twitch auch so einen lustigen Feed einrichten, der so ähnlich ist wie Twitter. Ich muss mal irgendwann das Community-Kram auf YouTube ausprobieren irgendwie. Wobei, ich werde wahrscheinlich angeschrien, wenn ich da jetzt hergehe und sage, hallo, wir streamen heute Abend auf Twitch, dann sagen die Leute, YouTube ist so viel besser, du Arschloch. Dann sage ich, nein, ist es nicht. Dann gehen wir alle weinen, weil wir alle nicht mehr zueinander finden. Tragische Geschichte, Alter. Tragische Geschichte, aber dafür darf ich jetzt Videos hochladen, ohne dass sie von Nintendo geclaimt werden. Da muss man nehmen. Achtung. Shit. Ja, es wäre schlimmer gewesen, wenn mir die Bewegungen in Backwards Mario gefallen hätten, weil das wäre dann ja quasi alles Hintereingang, das wäre wieder komisch, ja, die Leute wieder was reininterpretiert, also, na. Das muss ja nicht zwingend sein. Da muss man heutzutage ja sehr, sehr vorsichtig mit sein, weil wird man so im Internet so, weißt du? Wird nicht funktionieren. Nope. Da, 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 da. Was war das? Für ein Schwachsinn. Einige dieser Level hier drin, die habe ich sogar tatsächlich, weil sie mir so viel Spaß gemacht haben, schon mehrfach gespielt. Also, wir können uns auf einiges freuen hier in dem Hack, ich bin mir sicher. Wir werden viel Spaß haben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Backwards Mario so schnell durchbekomme, ehrlich gesagt. Aber na gut, auf der anderen Seite. Unverhofft kommt ja bekanntlich oft. Hab mir sagen lassen. Zur Hölle, Mann. Die Bewegung in diesem Hack gefallen mir sehr, sehr gut. Wieder zu langsam. Ach, komm schon. Komm schon. Mario-Musik wird da sowieso mittlerweile von Spiel zu Spiel wiederverwendet. Ich glaube kaum, dass sonderlich viele dermaßen ikonische Mario-Songs gibt, die nicht schon in zumindest mal 2, 3 Spielen stattgefunden haben. Was aber auch richtig so ist. Man muss sich ja Sachen merken können. Was war das denn jetzt? New Dank City war fantastisch. Ich bin so verwundert darüber, dass sie keinen DLC zu diesem Spiel veröffentlichen, ohne Scheiß. Und nein, damit meine ich nicht diesen komischen Ballonschwachsinn, da können sie sich sonst wo entstellen.
Ich hätte da fest mitgerechnet, dass sie irgendein DLC veröffentlichen. Dankeschön, Fabrizio. Oh, wir haben gestern einfach das bestriechendste Haar aller Zeiten gesehen, ohne Scheiß. Der Typ roch wie eine verdammte Dusche, ohne Scheiß. Und das war noch derjenige, der hat ja die ganze Zeit da noch geheadbankt, das war fantastisch. Er war sowohl Ventilator, als auch wohlriechend, als auch grundsätzlich fantastisch. Das war ein sehr, sehr fantastischer Typ. Nehme ich sehr, sehr gerne. So. Freeland ist mit Abstand das beste Mario-Spieler der Zeiten, ja. Mit großem Abstand. So. Das war zu früh. Über wen reden wir? Ein Typ, den ich gestern beim Konzert gesehen habe. Sehr sympathischer Typ. Sarah, bester Hack aller Zeiten. Also sehr viel besser wird ein Hack nicht mehr. Das ist das Höchste, was wir jemals erreichen werden. Shit. Das war sehr lustig gestern, dass wir dann gestern da waren. Das war im Grunde genommen das Seitenprojekt von einem Mitglied einer größeren Band, die ich im Prinzip mein Leben lang schon höre. Und wir kamen dann da an, das war im Prinzip eine Kneipe. Und das war sehr lustig. Er hat mich dann angesprochen, das war sehr, sehr schön. Ich fühlte mich sehr geehrt. Ein Held meiner Jugend. Er kennt mich wieder und spricht mich an. Das war wunderschön. Ah, so ungefähr habe ich dann auch ausgesehen. Mag den Sprung nicht. Die Bewegungen in diesem Hack sind fantastisch. Nee, ich glaube nicht, dass er den Stream kennt, der ist englischsprachig. Aber wir haben da schon mal drüber geredet, ja. Musste mal irgendwann... Fuck, Mann, bei der Hauptband von denen musste ich mal irgendwann auf die Bühne. Ich wurde auf die Bühne da gerufen. Musste da dann erstmal erklären, was Twitch ist, was ich denn mache. Und dann musste ich quasi als Belohnung, durfte ich dann ein Bier exen. Das war großartig. Frauken dachte dann, als ich auf die Bühne gegangen bin, dachte Frauken, ich haue wutentbrannt ab. Und hat dann die Location verlassen, hat mich draußen gesucht und hat diesen Moment nicht mal mehr mitbekommen. Ja? Den größten Moment meines Lebens. Ja, mit meinen Jugendhelden auf der Bühne zu stehen und ein Bier zu exen. Und dann war es auch noch Feltins. So. Schlimmer wird es wirklich nicht mehr. Aber es war großartig. Es war... Warum springe ich denn? Es war sehr fantastisch. Und dann natürlich, was mache ich dann natürlich auf der Bühne? Was ist das eine, was ich ins Mikrofon sage? Natürlich habe ich laut gerülpst. Entschuldige mal bitte, ich habe Anspruch an mich selbst. So. Es war fantastisch. Ja, wenn ich auf der Bühne ein Bier exen muss, kann ich auch nichts dazu, weißt du? Dann können sie sich selbst anschreien. Das war nicht in der Feldesarena. Da hätte ich ja die Bierwahl zumindest noch nachvollziehen können. Nicht für gut heißen, aber nachvollziehen können. So. Ah! Ich liebe diesen Hack jetzt schon. Als Abis morgen. Ja, ich auch. Meine Frau war nicht bei. Meine Frau wohnte mir nicht bei beim größten Moment meines Lebens. Shit. Zu Recht gestorben. Hab ich verdient. Hab ich hart dran gearbeitet. Hart dran und für gearbeitet. Jetzt reicht's aber. So. So. Guck. Wir werden das schon mal. Jedes Mal, wenn ich mich bei irgendeinem Konzert auch nur bewege, ich muss mich nur bewegen, dann denkt Frau, ich sterbe.
Also ungelogen jedes Mal. Wir waren mal irgendwann bei einem anderen Konzert irgendwo in Köln im Luxor. Und es ist eine sehr, sehr kleine Location und die Decken sind tief und die Fläche vor der Bühne sind sehr, sehr schmal und hast nicht gesehen und demnach wird es da dann auch relativ schnell relativ warm. Und ich dachte mir dann, komm, ist gerade warm, ich gehe mal kurz aufs Klo. Fantastisch. Ich gehe mal kurz aufs Klo und frische meinen Flüssigkeitshaushalt etwas auf. Ja? Frau dachte daraufhin erneut, dass ich im Prinzip tot bin und hat mich draußen gesucht. Überraschenderweise draußen dann nicht gefunden. Aber ja, es war fantastisch. Es war schweinewarm. Stimmt, und Frau hat nur ihre Jacke verloren. Die mussten wir dann auch noch suchen. Haben wir die noch zurückgeholt? Nein. Die liegt wahrscheinlich immer noch im Luxor. Irgendwo rum. Luxor ist auch so eine Location, die habe ich nie gemocht, ey. Dafür habe ich den Underground geliebt in Köln, aber den haben sie zugemacht. Die eine Konzertlocation, die ich mag, machen sie zu, die Pisse. Weißt du? Frechheit. Für einen verfickten Schrottplatz. Lahm. Neun Leben, ja klar, ich bin eine Kratze. Lass Kratze. Entschuldigung. Ich bin zu voreilig. Defibrillator ist ja. es gibt ja Gerüchte, dass Frauken der alleinige Grund dafür ist, dass es in Sparkassen und so bei Geldautomaten dann jetzt immer Defibrillatoren gibt. Ich hab mal irgendwann vor einem Geldautomaten mein Portemonnaie aus der Tasche geholt und da dachte Frauken auch, ich sterbe. Und deswegen gibt's jetzt an jeder einzelnen Bank Defibrillatoren. Frauken ist der alleinige Grund. Fun Fact. Sagte er und starb. Am Krattbad. Ich bin zu leicht zu unterhalten, das ist fürchterlich. Ach komm schon jetzt. Alles nicht so schwer hier, ey. So. Kann doch nie so schwer sein. Früher, als ich in eurem Alter war, haben wir ja weiß ich auch nicht, irgendeinen Scheiß gemacht und haben gesagt, das war doch alles gar nicht so schwer, weil wir so stark waren. Wir haben damals im Wald gespielt, mit Elefanten und Giraffen. Ihr spielt heutzutage alle nur mit dem Handy und fuckt Pokémänner, ihr Trottel. Wir haben damals noch Nashörner erlegt, mitten auf der Verkehrsinsel. Ich mag den Sprung sehr gerne. Die Bewegungen in diesem Spiel sind fantastisch. Konzentration. Doch zunächst. So. Entschuldigung, jetzt reicht's aber mal hier. Jetzt reicht's aber mal hier. Ob Dieter Bohlens Frau ihn wohl so anspricht, wenn er Scheiße baut? Verstehst du? Hör schon auf. Ich sprang doch. Vielleicht ein bisschen zu spät. Wir haben damals so echte Tiere gefangen. Wir haben damals unsere Gameboys aus echten Löwenzahntigern zusammengeschraubt. Wir haben zumindest Sims gespielt, immerhin. Ich glaube irgendein Sims-Spiel habe ich auch gespielt. Ich weiß nicht, eins oder zwei. Ganz früher. Natürlich nur mit Cheats. Wer ist mal ohne Scheiß? Als hätte ich Zeit und Lust dafür, meinen Sim arbeiten gehen zu lassen, damit ich ein Klo bauen kann. Was ist denn für unrealistischer Scheiß? Stell dir mal vor, du müsstest erstmal, damit du kacken gehen kannst, musst du erstmal arbeiten, dann musst du einkaufen und dann kannst du ein Klo bauen. Was ist das denn? Nee, wenn ich kacken will, dann gehe ich kacken. Was ist denn für ein Schwachsinn? Gutes Thema, oder? Kratzbot, no. No! Oh.
Warum das denn? Warum denn? Na. No. Ich muss es ja nur nochmal machen. Danke. Und jetzt aufpassen. Bestes Gimmick ever. Guck mal, zwei Katzen. Ein Schwarze und Yoshi. So. Das muss ja offensichtlich falsch sein. Ich habe ja nur Yoshi, deswegen muss nur die schwarze Katze selbstverständlich töten. Demnach, Prost. So. So, lass Katze. Hashtag. Flüssigkeit wieder auf. Es ist erstaunlich, ohne Scheiß. Das ist die eine Sache, woran ich ehrlich merke, dass ich keine 23 mehr bin, sondern 33. Ich kann einfach nicht mehr feiern. Wenn ich draußen feiern war, dann sitze ich jetzt hier, trinke ein bisschen Apfelschorle, dadurch habe rote Augen, mein Nacken tut weh wie sonst irgendwas und ich musste 12 Stunden schlafen. Also das ist der eine Grund. Das ist das eine, woran ich merke, ja, ich bin definitiv alt. Man sagt ja sonst wirklich, an diesem, man ist immer so alt, wie man sich fühlt, ist meiner Meinung nach durchaus was dran. Aber heilige Scheiße, fühle ich mich alt, nachdem ich gefeiert habe, ohne Scheiß. Das geht gar nicht. Wir haben früher teilweise 3 Tage am Stück irgendwelche Konzerte gehabt und hast du nicht gesehen. Da sind wir über Dörfer getingelt und haben da Kumpels quasi supportet. Und heutzutage, ja, ein Konzert, danach ist immer 3 Wochen Pause. Anders geht's nicht, weil ansonsten... Ja, das wird halt mit mir erledigt, ne? Immer auf die Schwarze. Kurz, bist du etwa rassistisch? Aber Kurz, geh doch bitte zurück und töte die andere Katze auch. Aber Kurz, das kann ich so nicht akzeptieren. Aber Kurz, früher warst du mal sehr viel cooler. Du Kurz, früher hast du in deinen Streams keine politischen Nachrichten versteckt. Politische Nachrichten versteckt? Muss ich dir vorstellen? Dass ich hier sitze und dann heimlich plane. So, was sagen wir heute? Wie beeinflussen wir die Menschen heute? So. Welche Bullshit-Propaganda verstecken wir heute in unseren Aussagen? Muss ich dir vorstellen? Deswegen zieht das ins Lächerliche und hofft, dass die Leute nicht merken, dass er es natürlich trotzdem tut, aber... Fantastischer Sprung. So coole Musik. Hab ich das Slowdowns oder bilde ich mir das ein? Ah, also bei dem Fall hier zwischen den Typen. Das sieht schon nach Slowdown aus am Ende, oder? Nice Hack, Panga. Jetzt macht er die, holt er die tightesten Mario-Memes raus. Scheit! Das klingt fast, als wäre es gesungen, meine Fresse. Genialer Soundtrack, oder? Aha. 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 Yes! Oh, stopp, ich muss aufpassen. Ich glaube, ich falle jetzt hier. Ich muss. Ja, nach rechts fallen. Oh, Gott sei Dank dran gedacht. Und ja, ich bin da das ein oder andere Mal gestorben. Mit ganz auf, selbstverständlich. Die Leute denken, Yoshi wäre einfach nur ein niedliches Beiwerk. Das ist eigentlich mein Komplize. Beide Yoshis, sowohl im Chat als auch Kater Katze hier. Tun ja beide immer so brav. Naja. Gemeinsam werden wir die Weltherrschaft an uns reißen. Oh. Ich dachte, dass ich da so durchkomme, aber ich nehme es gerne. Passiert hier nochmal? Ich habe vergessen, was hier passiert. Nein, nein. Nein! Ah. Ja, das stimmt. Das würde ich glatt so unterschreiben. Also auf jeden Fall deutlich braver, als ich jemals sein würde. Das steht wohl fest.
Pinky. Der Pinky. Und ja, es ist kein Zufall, dass Joshua hier in dem Chat eine pinke Namensfarbe hat. Das würde bedeuten, dass ich der Brain bin, das kann nicht sein. Er ist pink wie ein Gehirn. Guck. Wie Krang. Fucking Krang. Müssen wir irgendwann Turtles in Time spielen, Alter? Und irgendwann mal. Irgendwann spielen wir bestimmt mal einen Abend Turtles in Time. Das Spiel ist so kurz. Ah. Das würde ich gerne tun. Das haben wir als Kind, das ist eines dieser Spiele. Die haben wir so dermaßen oft gespielt, bis zum Erbrechen, ohne Scheiße, nicht lang. Und einmal war ein Kumpel dann da aus Stuttgart. Der ist extra aus Stuttgart nach Köln gekommen, um uns zu besuchen damals. Damit wir zusammen endlich mal Turtles in Time spielen können. Der ist einfach eingeschlafen. Mitten im Kampf, oder im Level. Wir saßen da, haben gespielt und dann mitten im Level auf einmal... ist ein Vogel. Der Danny. Was hast du? Danny? Nein, der guckt dir nicht zu. Die einzige Person, die hier zugeguckt hat, früher, die ich von vorher schon kenne, war Sven. Also abgesehen natürlich von Verwandtschaft. Frauken sagt, und mir, was bist du denn als Frau, wenn nicht Verwandtschaft? Antwort. Ja, das war ein Hinweis. Das war ein Hinweis auf Vogels echten Namen. Jetzt kann ich es ja mal, jetzt ist er ja gerade nicht hier. Cooles Level, oder? Ich mag das. Das ist ein so ein Beispiel für die für mich sehr, sehr coolen Level in diesem Spiel und diesem Hack. Ich ohne Scheiß, sehr, sehr genial. Macht extrem viel Spaß. Die Pink-Seuche. Was soll ist die Pink-Seuche? Muss ich mir jetzt auch Pink machen? Wo mein Namen liest ja eh keine Sau. Ich schreibe ja nie was. Dankeschön, Jerome. Achte auf die Namen gar nicht. Ich finde es immer lustig, wenn die Leute, die sind da in anderen Chats irgendwie, in Super Mario World Streams, sitzen dann da, ja, und unterhalten sich dann über die Level-Namen. Ich weiß nicht einen einzigen. Easy, wunderschönen guten Abend. Danke für die Bits. Wie ist die Lage in Ishelmhausen? Hi. Shit. Wollen wir Mario Paint auch spielen? Das lustige Fliegenspiel? Wir müssen mal das lustige Fliegenspiel spielen, ne? Wie sind wir bisher ausgekommen ohne dieses Spiel? Shit, der Ball. Ja, der wird mir das Leben zur Hölle machen. Scheiße. Okay, wir lernen aus unseren Fehlern, werden den Ball das nächste Mal vorbeifliegen lassen. Das stimmt, Passepartout. Boah, es gibt einige Leute, die wirklich richtig tighten Shit in Mario Paint gemalt haben. Also... Weißt du, ich krieg das... Ich bin zu blöd, einen vernünftigen, hübschen Strichmann zu malen oder sowas. Ja? Oder, weiß nicht, das Haus vom Nikolaus kriege ich noch so gerade eben hin, weil ich genau weiß, was ich machen muss. Sieht dann allerdings natürlich trotzdem scheiße aus. Aber trotzdem, einige Leute malen in Mario Paint einfach... Weiß ich nicht, ich finde das teilweise wirklich faszinierend. Wie talentiert manche Menschen sind. Wahnsinn. Aua. Mach doch sowas nicht. Doch fies. Sollte ich besser sagen. Fließ. Im Taxi, von dem ich gestern sprach, hatten wir dann am Ende sogar eine Nackenrolle und eine Fließdecke. Beide von uns. Soll ich mir vorstellen, die haben uns da eine Fließdecke gegeben, damit uns im Taxi nicht so kalt wird. Das ist der tighteste Shit, den ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Ohne Scheibenkleister. Das Ding heute zu wenig. Aber kurz, warum redest du denn so nasal? Hast du gestern einfach wieder im Puff? Hashtag Zusammenhang. Ja, weil man da immer nackt rumrennt. Deswegen bist du jetzt erkältet. Meine Nachbarn werden mich hier gleich, glaube ich, abholen. Ja, Frank, was schreist du die ganze Zeit rum? Ja, das Spiel hat. Hast du nicht aufgepasst? Ich spiele super Rio World. Guck halt in meinen Stream, dann weißt du Bescheid. Das ist alles Unterhaltung. Jetzt geh gefälligst wieder Stream gucken, Arschloch. So. Und dann läuft das. Mit dir und den Nachbarn. Definitiv mindestens 5 Sterne.
Also ohne Scheiß, ich fühlte mich in meinem Leben noch nie so gut behandelt. Geschweige denn von einem, also als Kunde, geschweige denn von einem Taxifahrer. Also, oder einer Taxifahrerin in dem Fall. Die Bea. Am Ende haben wir uns geduzt. Die Bea und ich. Okay, halt. Ja, aber bitte nur mit Zwangsjacke, ihr Schönchen. Ach shit, ich muss Spinjumpen. Weißt du, die Ärmel, wir brauchen die ärmellose Jacke. Endlich. Das ist alles eh zu kalt hier. Scheiß Winter, kann ich endlich wieder Sommer sein? Nope. Wirst du von mir nicht hören? Vielleicht heißt sie Beatrice. Stell dir mal vor. Ich sag ja, puff. Meine Großtante hieß auch Beatrix, also ich sollte vorsichtig sein. Und nein, meine Großtante ist nicht irgendwie Königin von Holland. Keine Sorge. Ich habe zwar holländische Wurzeln, aber nicht so hohe. Sagt er und tötete einen Maulwurf. Ich glaube, das heißt Tuff Tuff. Das hast du falsch gemacht, Max. Korrigiere bitte deinen Fehler. Korrigiere bitte deine Entgleisung. Das von einem Moderator. Und das an meinem Geburtstag. Alles gut bei mir. Nur mein Schornsteinfeger hat Persil im Café. Er droht mir mit Extrakosten, weil er morgens um 9 Uhr unangemeldet erscheint. Punkt und sich wundert, dass ich nicht zu Hause bin. Mhh, wo könnte ich sein? Was für ein Vollpfosten. Prost. Mhh. Easy, danke dir. Mies. Das haben wir auch schon mal. Wir hatten aber damals irgendwie das Glück, dass ich zu Hause war. Weißt du noch? In Köln. Das ist so merkwürdig. Vor allem, aber dass die dann direkt mit Zusatzkosten kommen, finde ich schon krass. Normalerweise ist es doch zumindest so, dass die erstmal noch einen zweiten Termin geben, oder? Das ist schon übel, Alter. Heilige Scheiße. Kacksprung. Ich mag die Bewegung in diesem Heck sehr, sehr gerne. Danke dir, Easy. Ach, Mann! Überhaupt und ohne Ankündigung ist ja schon. Also das macht man ja normalerweise nicht so einfach. Ich streame ja nicht mal mehr ohne Ankündigung. Frag mal Frauen, geschweige denn komm. Fuck. Das wäre es gewesen. MHH. Ich kenne nur M-Eukal. Muss auch. Ich will mal wieder M-Eukal haben. Mir geht's immer so schlecht ohne M-Eukal. Die verdammten M-Eukal-Kinderbonbons, die möchte ich gerne haben. Die wären toll. Früher aber von meinem Arzt bekommen. Die Apotheke unter meinem Arzt hieß Günther und die hatten dann früher immer für die tapferen kleinen Pandaseln, die sich gerade haben impfen lassen oder so, hatten die dann immer eine Schublade mit Spielsachen drin. Das war immer toll. Dann durftest du dann als Kind, nachdem Mama dann deine Medizin gekauft hat, dann durftest du immer hinter die Theke in der Apotheke und da hast du dann ein Spielzeug oder eine Süßigkeit aus der Schublade bekommen. Das war das tighteste überhaupt, ohne Scheiß. Beste Apotheke ever. Ich glaube, der Arzt ist mittlerweile tot. Ich bin alt, kriege keine Süßigkeiten mehr, bin trotzdem fett und werde bald sterben. Das hoffentlich nicht, aber so ist dann jetzt, weißt du, das ist alles nur, weil die Apotheke weg ist. Das ist das, was sich in meinem Leben ohne diese Apotheke verändert hat. Ja, das werde ich nicht schaffen. Ja, das M-Okal war fantastisch, ne? Später haben die dann auch noch diese M-Okal-Kinder-Dinger rausgebracht mit Kirschgeschmack. Die fand ich nicht so lecker, persönlich. Also ich stand dann eher so auf die klassischen M-Okal-Bonbons. Gab ja übrigens auch früher Pulmol, aber nur die roten. Gab dann auch noch Pulmol Light, die angeblich, das konnte ich damals nie nachvollziehen, die haben genauso geschmeckt, nur ohne Zucker, die fand ich widerlich. Aber die Original Pulmol, die schwarzen, die so richtig schön malzig geschmeckt haben, die waren geil. Ich dachte für eine Sekunde, er wäre despawned. Ach,
Chips. Boah, yo, ey, ewig her. Boah, es gab doch auch mal diese Chips, diese Känguru-Dinger, die waren auch mal so scharf, die waren auch so lecker. Lisi, schönen guten Abend, lange nicht gesehen. Wie ist die Lage?